und Herren, hier ist immer mittendrin. Bitte begrüßen Sie Christoph Hensen. Aus Solothurn. Hier ist immer mittendrin unser neues Live-Programm, das wir in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich vor allem einen Mann, den wir gleich zusammen auf der Bühne begrüßen dürfen. Und ich würde sagen, wir üben das schon mal so ein bisschen. Ja? Also ich zähle gleich einmal bis drei und ihr rastet schon mal völlig aus, gebt alles. Und wir gucken mal, ob wir ihn damit hier nach oben geholt bekommen. Eins, zwei, drei. Ich glaube, der Ronny, der steht jetzt da hinten und freut sich, nach hier oben zu kommen. Wir mussten alle wochenlang sein Gesicht in den Schaufenstern von Hilfart auf den Plakaten ertragen. Und ich freue mich ganz besonders, ihn heute Abend ankündigen zu dürfen. Hier ist Ronny Esser! Natürlich am meisten. Du hast dieses Jahr ein bisschen größer eingeladen, kann man sagen. Ja, also wir waren im Endeffekt, ich darf ja sagen, sehr überrascht, dass es so gut angenommen ist, worden ist, haben wir nicht mitgerechnet. Deswegen tut mir auch leid, dass vielleicht jetzt am Anfang mit den nicht nummerierten Plätzen das vielleicht ein klein wenig chaotisch gewesen ist, aber ich glaube, die Leute, die vorne an der Kasse gestanden haben, haben das sehr gut gemacht. Alle haben einen Platz, alle sitzen. Sehr schön. Und wer nicht sitzt, der kann halt stehen und mitfeiern. Das geht auch. Sehr sieht's aus. Da unten ist es voll hier auf der Bühne, aber auch schon. Du hast ein paar Leute mitgebracht. Die weiß es. Ja. Und da hat sich angeboten, da ich halt in dieser Band auch aktiv bin, habe ich mir gedacht, wie können wir die ein bisschen einbauen? Und ein Riesenapplaus für die Band, die weiß es. Da sind wir im Prinzip direkt beim Motto des Abends. Immer mittendrin, das trifft also auch auf die Band zu. Ja, das ist aber nur ein Beispiel. Du bist noch in ein paar mehr Vereinen, Gruppierungen drin. Ja, das ist leider so. Ich bin halt im Musikverein. Hier in Hilfert natürlich spiele ich die Posaune. Dann jahrelang Fußball gespielt hier beim TuS Hilfert in der ersten Mannschaft. Dann im Karneval aktiv bei den ökumenischen Strickfrauen. Stehe ich auch ab und zu mal mit. So, pass auf, jetzt bist du in so vielen Vereinen, feierst wahrscheinlich relativ viele Feste und dann hast du gesagt, nee, es reicht immer noch nicht, wir machen noch einen Extra-Termin. Ja, wir haben halt gedacht, wie können wir den Leuten irgendwie noch 6 Euro aus der Tasche abzocken? Und hat geklappt.
Hat geklappt, ja genau. Wir hatten so viel Material, was sich in 20 Jahren Karneval angesammelt hat. Da haben wir gedacht, Mensch, da können wir mal einen ganzen Abend von machen. Und ich denke, wir haben uns ein ganz gutes Konzept für heute ausgedacht. Genau, und natürlich eine gute Location. Der Saal Sodekamp Domen. Und da wird normalerweise im Sommer ein ganz anderes Fest gefeiert. Genau, Ruhe in Flammen hier auf dem Parkplatz. Ein sehr gutes, schönes Fest, was ich jetzt auch schon mal bewerben kann ein bisschen. Und natürlich auch ein Riesendank an den Frank Domen, der uns heute den Saal hier zur Verfügung gestellt hat. Einen riesen Applaus. Und Ruhe in Flammen kommt ja nicht alleine im Sommer, sondern hier findet ja auch immer so ein bisschen dann das, die zentralen Kirmesvereinigkeiten statt. Genau. Alle Leute, die jetzt heute hier sind, denke ich mal, kommen auch mehr oder weniger aus dem Dorf oder ist auch jemand aus der Großstadt hier? Gutgelaufen. Willst du jetzt nicht sagen, dass München Gladbach eine Großstadt ist, oder? Weit eingereist. Auf jeden Fall, ich glaube auch in Gladbach wird Kirmes gefeiert und man, alle Leute, die hier sind, haben schon mal Kirmes gefeiert. Man kennt das, denke ich mal. Ich weiß, ein bekannter Gastwirt hier aus dem Ort, der hat mal gesagt, Ronny, es gibt keinen Bus, der aus dem Dorf fährt, wo du nicht drin sitzt. Und solange du wieder im Bus nach drinnen sitzt, ja, ist ja alles gut. Habe ich bisher auch immer geschafft, aber du bist halt immer mittendrin, wenn du in so vielen Vereinen bist und halt auf den Veranstaltungen immer auf der Hochzeit mittanzen musst. Ne? Genau, und exemplarisch haben wir uns da mal so ein bisschen die Kirmes herausgepickt und ja, wir haben da so einen Dialog mal mitbekommen, beziehungsweise dieser Dialog könnte mehr oder weniger so eigentlich auf jeder Kirmes, auf jedem Schützenfest stattfinden. Genau. Das habt ihr alle schon mal gehört irgendwo. Genau, wir erzählen euch das einmal. Genau. Ach Ronny, muss das immer so lange dauern mit dem Umzug? Man hat gar keine Zeit, richtig Kirmes zu feiern. Genau, Christoph. Das ist aber auch eine verdammt trockene Baustelle hier. Ey, Zapfer, lass mal was Luft aus dem Hahn. Ich hab Durst. So, Ronny, jetzt hast du direkt was falsch gemacht, denn du weißt nicht, wie man richtig Bier bestellt auf dem Dorffest. Du darfst niemals nur ein Bier bestellen. Das ist komplett verkehrt. Damit sagst du eigentlich nur, dass du keine Freunde hast. Oder Anti-Alkoholiker bin. Oder einfach eine kniepige Hund. Also, immer mindestens 10 Stück, ein ganzes Tablett oder einen Meter bestellen. Genau. Vorher auf jeden Fall nicht abzählen, wie viele Leute um einen rumstehen und dann genau die Anzahl bestellen. Das wäre falsch. Total verkehrt. Am besten irgendeine Zahl über die Theke grölen und ab dafür. Ganz falsch, die Umstehenden fragen, ob sie überhaupt noch ein Bier haben wollen. Genau, ganz wichtige Regel an dieser Stelle. Das kann ja nicht jeder machen, was er will. Gefragt wird nicht. Das ist schließlich keine Spaßveranstaltung, das Trinken. Wenn das Zeug da ist, nicht blöde rumgucken und überlegen, wem man denn eins in die Hände drücken soll. Einfach die Gläser wild in der Umgebung verteilen, denn nur so zeigt man seine Großzügigkeit. Nur der geizige Kirmesprofi mit abgezähltem Geld, der stellt sich da ein bisschen an. Genau, und dann stellt sich ganz schnell die Frage, wer zahlt eigentlich welche Runde? Da gibt es eigentlich eine Regel, das geht einfach einmal von links nach rechts durch und man trinkt dann genauso viele Runden, wie auch Leute da sind. Ganz linke Vögel trinken aber die ersten 9 Runden mit und bei der 10. sind sie dann plötzlich auf Toilette, wenn sie selber dran sind. Ja, so ist es. Aber der erste Besteller bestimmt meist die Dauer des Projektes. Ne? Wenn der 12 Runden bestellt, müssen alle so lange da bleiben, bis 12 Runden durch sind. Klar. Ja, so ist es. Wichtig ist, dass der Strom nie abreißt. Das heißt, wenn das Glas schon zur Hälfte leer ist, einfach direkt die neue Runde bestellen und den Leuten wahllos in die Hand drücken. Was voll peinlich ist, mit 2 Gläsern in der Hand an der Theke stehen. Es ist Tempo angesagt. Es ist schließlich kein Kindergeburtstag. So, und jetzt kommt eine wichtige Regel von Trinkexperten. Es wird zwischendurch noch eine Runde Korn bestellt. Oder die absolute Hölle, Jägermeister. Und jetzt wird's ernst. Denn sollte sich sowas irgendwie andeuten, dann kann man eigentlich nur noch die Flucht ergreifen. Merke, Bier trinken kann man mit Planung und Glück überleben auf der Kirmes. Aber nach Jägermeister, da weigert sich sogar der Notarzt, so was Fieses wiederzubeleben. Ja, konsequent durchgezogen ist man dann eigentlich spätestens um 8:30 stramm wie die Kesselzwicker. Aber das geht ja nicht, weil du kannst ja noch nicht nach Hause gehen.
Verdacht auf Weichei. So, was also dann? Da habe ich zwei Ideen. Erstens, Bratwurst essen. Ja. Und die zweite Idee für so eine Pause zwischendurch, das wäre tanzen. Ja, also erstens, Bratwurst essen ist eine super Idee. Vorteil an der Bude draußen, wo die Bratwurst geht, gibt keinen Jägermeister. Und da bist du erstmal eine Zeit lang sicher vor der Alkoholvergiftung durch andere. Nur sind die Bratwurststände auf der Kirmes meist so konzipiert, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Und in der Bude arbeiten auch ja nur Fachkräfte, denen man beim Grillen die Schuhe besohlen kann. Ne? So, die einzige Qualifikation von diesen Experten ist dann meist, dass sie mit einem Sauerstoffanteil in der Luft von unter 1% überleben können. Ja. Deshalb sehen die dann aber auch meistens so halbtot aus. Richtig. So, jetzt kommt der Laie an und sagt, er könnte das natürlich besser. Das würde ja dann schneller gehen. Und dann kämen zack die Würste über den Tresen. Falsch! Die mickrigen Bratwurstbuden mit den Untoten am Grill, die stehen da nämlich nicht aus Versehen, sondern absichtlich. Hier kann man Asyl beantragen von der Sauferei und je länger man auf den verkohlten Prängel warten muss, desto größer ist die Überlebenschance. So, wir kommen einfach mal direkt zur Möglichkeit 2, und zwar das Tanzen. Ja. Im Vergleich zum Bratwurstessen ist das natürlich definitiv die schlechtere Wahl, weil anstrengend. Und mit Frauen. Aber irgendwann geht halt keine Bratwurst mehr rein in den Panzer. Ne? Und du musst in den sauren Apfel beißen. Also, zack, einen Rochen von den Bänken gerissen und irgendwelche bescheuerte Bewegungen machen. Bescheuerte Bewegung machen kannst du auf jeden Fall. Ja, danke. So, wenn du Glück hast, spielt die Kapelle dann natürlich mehr als zwei Stücke und du kannst dir vielleicht dann noch so ein paar Bier aus den Glocken schwitzen. Wenn du Pech hast, spielt die Kapelle aber direkt als nächstes den Thekenmarsch und du landest wieder genau dort, wo du eigentlich ja gerade erst geflohen bist. Gib mir noch eine dritte Möglichkeit. Auf jeden Fall. Sektbar. Eine richtig gruselige Bude. Quasi die Abferkelbox auf dem Zelt. Hier ist es voll und eng. Hier bleibst du auch noch stehen, wenn du ja nicht mehr willst. Ich habe da mal eine Überlieferung gehört, da waren Kriegsverletzte in diesem besagten Zelt und denen hat man die Beinprothesen geklaut und sie haben das nicht gemacht. Ja, haben sie auch verloren. So, der Preis, den man für diese Stehhilfe zahlt, der ist allerdings hoch, denn du musst Sekt saufen aus so mickrigen Vasen. Wie erkläre ich das? Die kennt man eigentlich von der Urinprobe beim Urologen. Kenn ich, Christoph. Aber wenn es keine Sektbar gibt, gibt es meist eine Cocktailbar. Aber Cocktailbar heißt auch Dorf nicht Cocktailbar, weil es da kein Pirinha oder Sex on the Beach gibt. Nein, da gibt es Korn Fanta oder Fanta mit Korn. So, Vorsicht an dieser Stelle, denn jetzt kann es ganz schnell zu Ende gehen. Eine Alternative für den ganz schnellen Weg ins Nirvana wäre aber noch der Zaubertrank. Ihr kennt ihn alle. Eds. Der bringt dich zurück in den Weg. So, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das auf jeden Fall eine echte Alternative. Aber bevor man dann irgendwann nach Hause kann, kommt, Ronny, ein ganz wichtiger Punkt. Nämlich Übelkeit. Klingt doof, aber du wirst froh sein, wenn dein Körper dir dieses Geschenk bereitet. Du hast Platz für neue Bratwürste und vielleicht hast du Glück, dass du der Panzer noch leer kriegst, bevor die letzten 20 Bier dein Gehirn erreichen. Dem Profi ist deshalb oft und gerne sehr übel. So, jetzt werden wir aber auch schon bald beim Nachhausegehen. Aber wenn man da den richtigen Zeitpunkt verpasst und man kommt vom Klo oder vom Bratwurstessen zurück ins Zelt und es sind bloß noch 20 Mann übrig. Edge, Arschkarte gezogen, denn jetzt heißt es... Fünftens, die letzte. Jetzt geht es um so spannende Dinge wie Fass austrinken, da ist immer mehr drin, wie ihr denkt, oder ab
Absacker trinken. Und wenn es jetzt ein Jägermeister ist, dann kannst du dir den Umweg über den Notarzt sparen und direkt den Bestatter anrufen. Vor allem passt aber jetzt auch jeder auf, dass keiner heimlich abhaut. Die ersten sacken einfach so an der Theke zusammen, damit sie wenigstens nicht noch mehr trinken müssen. Und es beginnt die ganz entscheidende Phase, nämlich nach Hause. Fällt aus, Christoph, mach dir da keine Illusionen. Allein schaffst du es nicht mehr. Taxis gibt es nicht auf dem Dorf und wenn, würden sie dich nicht mitnehmen. Deine Frau kommt nicht, um dich abzuholen. Die ist froh, wenn dieses Wrack nicht zu Hause auf dem Möbel liegt und den Gestank in die Couch reinzieht. Ne? Was bleibt, ist siebtens der Morgen danach. Die ersten Sonnenstrahlen brechen durch die Ritzen in der Festzeltplane und du wirst von einem Zungenkuss, wie du ihn noch nie in deinem Leben gekriegt hast, geweckt. Leidenschaftlich küsst du zurück, machst deine verklebten Augen auf und blickst in das fröhliche Gesicht vom zotteligen Köter vom Zeltfritzen. Und mit einem eigenen Beitrag zum Thema Würfelhusten fängt der Tag wieder an. Dein Kopf fühlt sich an wie nach einem Steckschuss. Und jetzt hilft nur noch Konterbier, bis die Maschine wieder läuft. Und du weißt, du bist wieder mittendrin. Dankeschön. Du weißt es. Shit!
haben uns ja mal ein ganz anderes Konzept ein bisschen ausgedacht. Die Jungs spielen mal zwischendurch. Das lockert die ganze Sache, ich hoffe, ich ein bisschen auf. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, war, ich bin ja lange Zeit hier im Musikverein schon drin. Und mein Opa, der war auch früher im Musikverein. Und mein Opa Gerhard, der hat im Prinzip die Popmusik nicht nur revolutioniert, sondern erfunden. Wirklich. Ich erinnere mich noch ganz genau, etwa ungefähr Anfang von der Ende von der Mitte von der 80er Jahre. Und da saßen wir bei uns in der Küche und Opa kam rein und der redete komisches Zeug. Der sagte, Asselle hip, hop, hibbe, 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 you don't stop. Und wir, aber wir gucken uns alle an und sagten, Opa, was redest du da für verrücktes Zeug? Ja, sagte der Opa, ich habe eine Musik erfunden, wo keiner singt. Oh, sagt man, was für eine verrückte Idee, aber was soll das sein? Eine Musik, wo keiner singt. Ja, sagte der Opa, ich war letztens spazieren Richtung Brachlen und ging durch ein blühendes gelbes Feld und da fiel es mir ein, die Musik, wo keiner singt, die Rapsmusik. Ja, sagt der Opa, gut, die Rapsmusik, schön, hört sich gut an. Aber wie funktioniert das denn? Ja, sagte der Opa, du brauchst nur einen Kontrabass und eine Schießbude und fertig ist die Rapsmusik. Ja, aber gesagt, schön, dann können wir das ja mal heute zeigen, wie die Rapsmusik so geht. Und Rolando, schmeiß mal den Riemen auf die Orgel und... Hörten diesen Basslauf und wir bekamen alle direkt ein leichtes Kribbeln im Fuß und der Helmut, der musste an der Schießbude dann direkt ran und hämmerte einfach das Zeug los. Halt, 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 stopp, stopp, rief der Opa, keine Polka bei der Rapsmusik, keine Polka. Du musst den Beat ein bisschen aus der Reserve locken. Du musst den Beat kitzeln. Du musst auf dem Hi-Hat ein kleines Schisch, Schisch. Genau, sagte der Opa. Das ist richtig so, Helmut. Und den spielst du so lange, bis ich sag, es ist zu Ende. Alles klar. Und jetzt, Helmut, jetzt kommt der schwierige Teil. Da trittst du in die Basstrommel rein, als wenn es kein Bäuen mehr gibt. Aber immer nur auf den Hip. Hip, 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 Hip. Genau so. Hört sich super an. Aber jetzt fehlt ja noch das Gegenstück zu den Hips. Der Hop. Und den Hop, den knallst du genau da rein, wo du nicht den Hips spielst. Genau in die Lücke knallst du den Hops rein, da haust du volles Programm auf die Trommel, auf den Hops. Genau. Und dann sagte der Opa, ab jetzt wird nur noch geredet. Und zeigte uns dann direkt, wie das funktioniert. Er sagte, was er denn? Hop, the hibbe, the hibbe, hibbe, hip, hip, hop, you don't stop, the beggar is the bag, bag, boogie to love, start the boogie to the beat, from the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Geil! Aber auf einmal waren in der Küche so laut, alle spielten auf ihren Instrumenten und da musste ich dann brüllen. Was hält Opa? He said what? Was hält Opa? He said what? Was hält Opa? He said what? Was hält Opa? He said what you want? Was hält Opa? He said. Was hält Opa? He said. Was hält Opa? He said. Was hält Opa? He said what you want? I want to be
up, the hip-hip, the hip-hip to the hip-hip. Harder you don't stop, the rapper to the bang-bang. Boogie set up, drop the boogie to the rhythm of the beat. So what you hear is not a test, I'm rocking to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You're not... Banner hinter uns steht ja Ronny, Esser und Gäste live. Und einen dieser Gäste werden wir jetzt als nächstes hier auf der Bühne begrüßen. Und ihr werdet ihn alle kennen, denn er ist seit vielen, vielen Jahren aus dem Hilfahrer Karneval nicht mehr wegzudenken. Hat uns aber heute ein bisschen was anderes mitgebracht. Ihr kennt ihn als Schnüff, die Schöne oder vielleicht einfach als Olli Leggersdorf. Vor einiger Zeit beschlossen meine Frau und ich, ein kleines Haus zwischen Kalter Herberg, Vossenhack und Leerapperkopf zu kaufen. Quasi das Bermuda-Dreieck der Nordeifel. Die Gegend und die Bevölkerung erinnerten mich offen gesagt an die großen Kinoklassiker The Hills Have Eyes und Wrong Turn 1, 2 und 3, nur in schön. Im Spätherbst bezogen wir unser neues Domizil und richteten uns ein. Der Grund für diesen Schritt ist schnell erklärt. Ich liebe Schnee. Endlich einmal weiße Weihnachten. So wie früher. Schnee, der einmal länger als zwei Tage liegen bleibt. Was sagt da mehr als die Eifel? Dann im Dezember fing ich an, ein Tagebuch zu schreiben, um diese wundervolle Zeit und die Eindrücke dieser prächtigen weißen Weihnacht für immer und ewig festzuhalten. Ich liebe Schnee. 8. Dezember, 18 Uhr. Es hat angefangen zu schneien. Der erste Schnee in diesem Jahr. Meine Frau und ich haben unsere Cocktails genommen und stundenlang am Fenster gesessen und zugesehen, wie riesige weiße Flocken vom Himmel herunterschweben. Es sah aus wie ein Märchen, so romantisch. Wir fühlten uns wie frisch verheiratet. Ich liebe Schnee. 9. Dezember. Als wir wach wurden, hatte eine riesige, wunderschöne Decke aus weißem Schnee jeden Zentimeter der Landschaft zugedeckt. Was für ein fantastischer Anblick. Kann es einen schöneren Platz auf der Welt geben? Hierher zu ziehen, war die beste Idee, die ich je in meinem Leben hatte. Habe zum ersten Mal seit Jahren wieder Schnee geschaufelt und fühlte mich wie ein kleiner Junge. Habe die Einfahrt und den Bürgersteig freigeschaufelt. Heute Nachmittag kam der Schneeflug vorbei und er hat den Bürgersteig und die Einfahrt einfach wieder zugeschoben. Also holte ich die Schaufel wieder raus. Was für ein tolles Leben. 12. Dezember. Die Sonne hat unseren ganzen schönen Schnee geschmolzen.
Was für eine Enttäuschung. Mein Nachbar sagt, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Wir werden definitiv eine weiße Weihnacht haben. Kein Schnee zu Weihnachten wäre schrecklich. Giesbert, so heißt mein Nachbar, sagt, dass wir bis zum Jahresende so viel Schnee haben werden, dass ich nie wieder Schnee sehen will. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Giesbert ist sehr nett. Ich bin froh, dass er unser Nachbar ist. 14. Dezember. Schnee. Wundervoller Schnee. 30 Zentimeter letzte Nacht. Die Temperatur ist auf minus 20 Grad gesunken. Die Kälte lässt alles glitzern. Der Wind nahm mir den Atem. Aber ich habe mich beim Schaufeln aufgewärmt. Das ist das wahre Leben. Der Schneeflug kam heute Nachmittag zurück. Und hat alles wieder zugeschoben. Mir war nicht klar, dass ich so viel würde schaufeln müssen. Aber so komme ich wieder in Form. Wünschte, ich würde nicht so pusten und schnaufen. Es kommt wahrscheinlich vom Rauchen. 15. Dezember. 60 Zentimeter Vorhersage. Habe meinen Kombi verscheuert und einen Jeep gekauft. Und Winterreifen für das Auto meiner Frau. Und zwei extra Schaufeln. Habe den Kühlschrank aufgefüllt. Meine Frau will einen Holzofen, falls der Strom ausfällt. Das ist lächerlich. Schließlich sind wir ja nicht in Alaska. 16. Dezember. Eissturm heute Morgen. Bin in der Einfahrt auf den Arsch gefallen, als ich Salz streuen wollte. Tut höllisch weh. Meine Frau hat eine Stunde gelacht. Das finde ich ziemlich grausam. 17. Dezember. Immer noch weit unter Null. Die Straßen sind zu vereist, um irgendwo hinzukommen. Der Strom war 5 Stunden weg. Musste mich in Decken wickeln, um nicht zu erfrieren. Kein Fernseher. Nichts zu tun. Nichts zu tun, als meine Frau anzustarren und zu versuchen, sie zu irritieren. Ich glaube, wir hätten einen Holzofen kaufen sollen. Ich würde das aber nie zugeben. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Ich hasse es, in meinem eigenen Wohnzimmer zu erfrieren. 20. Dezember. Der Strom ist wieder da. Aber nochmal 40 Zentimeter von dem verdammten Zeich. Noch mehr Schaufel. Hat den ganzen Tag gedauert. Der beschissene Schneeflug kam zweimal vorbei. Habe versucht,
der Nachbarskinder zum Schaufeln zu überreden. Aber die sagten, sie hätten keine Zeit, weil sie Hockey spielen müssen. Ich glaube, dass sie lügen. Wollte eine Schneefräse im Baumarkt kaufen. Die hatten keine mehr. Kriegen erst im März wieder welche rein. Ich glaube, dass sie lügen. Giesbert, mein Nachbar, sagt, dass ich schaufeln muss oder die Stadt macht es und schickt mir die Rechnung. Ich glaube, er lügt. 22. Dezember. Giesbert hatte recht mit Weißer Weihnacht. Weil heute Nacht nochmal 30 Zentimeter von dem weißen Zeug gefallen ist. Und es so kalt ist, dass es bis August nicht schmelzen wird. Es hat 45 Minuten gedauert, bis ich fertig angezogen war. Zum Schaufeln. Dann musste ich pinkeln. Als ich mich schließlich ausgezogen, gepinkelt und wieder angezogen hatte, war ich zu müde zum Schaufeln. Habe versucht, den Rest des Winters Giesbert anzuhalten, der eine Schneefräse an seinem Trecker hat. Aber er hat gesagt, dass er zu viel zu tun hat. Ich glaube, dass der Wichser lügt. Dezember. Nur 10 cm Schnee heute. Und es hat sich auf 0 Grad erwärmt. Meine Frau wollte, dass ich das Haus dekoriere. Ist die bekloppt? Ich habe keine Zeit. Ich muss schaufeln. Warum hat sie mir das nicht schon vor einem Monat gesagt? Sie sagt, sie hat. Ich glaube, sie liebt. 24. Dezember. 20 Zentimeter. Der Schnee ist vom Schneeflug so fest zusammengeschoben, dass ich die Schaufel abgebrochen habe. Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. Falls ich jemals den Arsch kriege, der den Schneeflug fährt, ziehe ich ihn an seinen Eiern durch den Schnee. Ich weiß genau, dass er sich hinter der Ecke versteckt und wartet, bis ich mit dem Schaufel fertig bin. Und dann kommt er mit 150 km/h die Straße heruntergerast und wirft dann tonnenweise Schnee auf die Stellung Adelaars. Heute Nacht wollte meine Frau mit mir Weihnachtslieder singen und Geschenke auspacken. Aber ich hatte keine Zeit. Musste nach dem Schneeflug Ausschau halten. 25. Dezember. Frohe Weihnachten. 60 Zentimeter eingeschneit. Der Gedanke am Schaufeln lässt mein Blut kochen. Ich hasse Schnee.
dann kam der Schneepflugfahrer vorbei und hat nach einer Spende gefragt. Ich habe ihm eine Schaufel über den Kopf getan. Meine Frau sagt, dass ich schlechte Manieren habe. Ich glaube, dass sie eine Idiotin ist. Wenn ich mir noch einmal Helene Fischer anhören muss, werde ich sie umbringen. 26. Dezember. Immer noch eingeschneit. Warum um alles in der Welt sind wir hierher gezogen? Es war alles ihre Idee. Sie geht mir fürchterlich auf den Sack. 27. Dezember. Die Temperatur ist auf minus 30 Grad gefallen. Und die Wasserrohre sind eingefroren. Und geplatzt. 28. Dezember. Es hat sich auf minus 5 Grad erwärmt. Immer noch eingeschneit. Die Alte macht mich verrückt. 29. Dezember. Nochmal 30 Zentimeter. Giesbert sagt, dass ich auch das Dach freischaufeln soll. Und es wird einstürzen. Das ist das Dämlichste, was ich je gehört habe. Für wie blöd hält er eigentlich mich? 30. Dezember. Das Dach ist eingestürzt. Der Schneepflugfahrer verklagt mich auf 15.000 Euro Schmerzensgeld. Meine Frau ist zu ihrer Mutter gefahren. 25 Zentimeter vorhergesagt. 31. Dezember habe den Rest vom Haus angezündet. Nimm der Schaufel. 8. Januar. Mir geht es gut. Ich mag die kleinen Pillen, die sie mir dauernd geben. Aber warum bin ich ans Bett gefesselt? We'll be right back.
So, wir bringen mal ein bisschen Technik mit. Wir gucken uns mal gleich ein kleines Video an, aber ich erkläre schon mal, worum es geht. Und zwar hat uns Olli Engersdorf schon mal in die richtige Jahreszeit gerade so ein bisschen eingeführt. Denn, ich hab das hier. Schauen wir mal. In die richtige Jahreszeit eingeführt. Und zwar geht es um die Weihnachts- und Winterzeit. Der Ron ist in einer Gruppe aktiv, die seit vielen, vielen Jahren hier in Hilfert umherzieht, kurz vor Nikolaus. Und diese Nikolaus-Tradition den Kindern und Familien im Ort und Umgebung ein bisschen näher bringt. Da ist also ein Nikolaus dabei mit Gefolge. Die werden im Hilfarter Ortsmund einfach die Schwatten genannt. Und wie das abläuft, das schauen wir uns gleich einmal hier oben an. Euch zu sagen, es Weihnachten. Das ganze Jahr über habe ich unten auf meiner Wolke gesessen und runtergeschaut auf euch. Natürlich haben die Engelchen mir dabei geholfen, alles aufzuschreiben in diesen großen Buch. Hier steht alles drin. Alles Gute, was ihr gemacht habt. Und natürlich auch das Schlechte. Jetzt werde ich mich hier mal hinsetzen. Dann schauen wir doch mal nach, was so alles in diesem Buch entsteht. Conny? Oh. Hallo? Und was meinst du, Conny, was hier alles drin steht? Viel Gutes? Auch was Schlechtes. Also lieber Colin, hier steht drin, dein Zimmer könnte natürlich etwas besser aufgeräumt sein. Nicht wahr? Ihr seid ja zu dritt hier. Und da muss man natürlich auch die Mama unterstützen. Und da muss man natürlich auch sein eigenes Zimmer aufräumen. Nicht wahr? Gut. Und in der Schule, wie sieht es da aus? Gut. So, jetzt hätte ich gerne mal die Hanna nach hier vorne. Ah, meine Hanna. Hallo. Hallo. Oh, liebe Hanna. Was meinst du denn, was hier so drin steht? Es steht dir drin, dass du viele Instagram-Follower hast. Ist das nicht was zu wichtig in deinem Leben geworden? Nee, ist heute mit dem Internet so, ne? Sehr schön, das haben wir uns also einmal angeguckt, wie das in der Nikolauszeit dann so abläuft. Und ich glaube, wir haben schon an der Stimme gemerkt, Ronny ist nicht der Nikolaus, aber in einem der Kostüme steckt er auf jeden Fall drin. Und wir begrüßen hier ihn zurück auf der Bühne. Ronny Esser! Gedicht einer Frau. Müde bin ich, geh zur Ruhe, mache meine Augen zu. Lieber Nikolaus, bevor ich schlaf, bitt ich dich doch um was? Schick mir mal einen netten Mann, der auch wirklich alles kann. Der mir Komplimente macht, nicht über meinen Hintern lacht. Mich stets nur auf Händen trägt, sich Geburtstage einprägt. Sex nur will, wenn ich grad mag und mich liebt wie am ersten Tag. Soll die Füße mir massieren und mich schick zum Essen führen. Er soll treu und zärtlich sein und mein bester Freund obendrein. Gedicht eines Mannes. Lieber Nikolaus, schick mir eine taubstumme Nymphomanin, die einen Getränkehandel besitzt und eine Jahreskarte fürs Stadion hat.
mir scheißegal, ob die Stadt reinigt oder nicht. Das schwere Leben des Schwatten oder was wirklich geschah. Hilfahrt, 5. Dezember 2018. Diesmal muss es klappen. Die Kinder werden vor Furcht und Respekt nie wieder in ihrem Leben böse sein. 2 Stunden lang haben ich und der Schwatte 2 uns vor dem Spiel fertig gemacht und kamen zu dem Fazit, dieses Jahr wird unser Jahr. Den Postsack mit Deo-Spray wieder vorzeigefähig gemacht, die Kette poliert. So standen wir dann endlich vor unserer ersten Station unserer Tour. Eine Tour, die die Welt verändern wird, die nur liebe Kinder hinterlässt. Dank uns Schwatte. Ich drücke die Klingel und schwinge vorsorglich mit der Kette. Den Blumentopf, den ich dabei vom Dörper fege, entmutigt mich nicht. Die Tür öffnet sich und die Mutti erblickt mich und taumelt sofort kreidebleich nach hinten und wird dabei von ihrem Mann aufgefangen. Jawohl, das wird unser Jahr. Seid ihr noch ganz dicht, brüllt der Vater, die Schwatten gehen in die Küche, aber bestimmt nicht zu unseren Kindern, sagt er in ernstem und bestimmtem Ton. Was ist los? Wir können es nicht fassen und betreten bedröppelt die Küche, doch da fällt unser Blick auf eine staubige, aber doch einladende, halbvolle Flasche Himbeergeist und 2 Pinschen. Okay, sind der Schwatte 2 uns schnell einig, die ersten Kinder bleiben von uns verschont. Jawohl, das wird unser Jahr. Stufe 2. Nach 3 weiteren Aufenthalten in verschiedenen Küchen und Vorräumen und dem weiteren Genuss von 2 hastigen Dujardins, 3 kurze Ramazzotti, 1 Becher Glühwein und 1 Jabico, bitten wir den Nikolaus mit seinem Schlitten kurz an der nächsten Tanke zu halten, damit wir unseren Frust mit einem Sixpack Bier herunterspülen können. Er ist einverstanden, aber auf die Frage, ob wir was verkehrt gemacht haben, brüllt er nur, ja, ihr seid besoffen. War das alles etwa unsere Schuld? Wir wollten doch die Kinder heilen und aus ihnen bessere Menschen machen. Man lässt uns nur nicht, aber nicht mit uns. Jawohl, das wird unser Jahr. Nächste Station, Brachele. Und siehe da, wir dürfen mit ins Wohnzimmer. Endlich. Nachdem die Oma der Kinder als erstes fragte, wer denn so viel Alkohol getrunken hätte von der Truppe, und ich laut brüllte, ich, aber ich muss nicht fahren, ging ein Raunen durchs Wohnzimmer. Doch dann kam der Satz, auf den wir schon so lange gewartet hatten, aus dem Mund vom Nikolaus. Aha, Lars, du räumst also dein Zimmer nicht auf. Mit einem Schwung riss ich die Kette von der Schulter. Die blieb allerdings im 4K Ultra HD 65 Zoll Flachbildfernseher der Familie Leersdorf hängen und verursachte einen großen Riss im Display. Was kaufen die sich auch so einen riesen Fernseher? Der Nikolaus entschärfte die Situation und wir machten, dass wir aus dem Haus kamen. Nach 10 Minuten Autofahrt bemerkten wir den vorsorglich vom Schwatte 2 im Sack verstauten Lars. Den wir unter lautem Gebrüll zurück nach Hause fuhren, aber Lars war geheilt. Jawohl, das wird unser Jahr. Finale Grandioso. Der Erfolg mit Lars hat uns Schwatten mächtig Auftrieb gegeben.
Verflogen sind die Gedanken an die Rechnung über 1500 Euro für den Flachbildfernseher. Wen interessieren schon finanzielle Werte, wenn wir doch entscheidend dazu beigetragen haben, dass Lars nicht schon morgen zum Dealer an seiner Grundschule wird, um seinen Mitschülern das Gras zu verkaufen, was sein Vater in der hauseigenen Garage anbaut. Das weiß ich nämlich daher, da der Schwatte 2 seinen hauseigenen Bedarf an Gras genau über diesen Vater bezieht. Stattdessen hängt Lars jetzt über der Kloschüssel und muss sich übergeben. Leider nicht aus Angst, sondern wahrscheinlich vom Geruch der in unserem Sack zerborstenen 1 Liter Flasche kleiner Feischnicken, die auch schon den Hund der alten Frau Jürgensen flachgelegt hat, als dieser schwanzwedelnd fast 5 Minuten am Sack geleckt hat. Jawohl, das ist unser Jahr. Aber nach letztendlich knapp 50 Stationen in 4 Tagen geht auch unser Dienst mal zu Ende. Doch gibt es da eine Tradition, wie wir unsere Nikolaustour jedes Jahr enden lassen? Wir besuchen noch diverse Gaststätten, um unsere pädagogisch wertvolle Tour würdevoll zu beenden. So betreten wir die Gaststätte Willen und sofort verbuchen wir einen Erfolg. Ein Stammgast, dem wahrscheinlich alle seine Sünden sofort wieder einfallen, fällt unvermindert vom Hocker, bezahlt noch seinen Deckel und haut ab. So ist Platz für uns frei geworden und wir können unser Feierabendbier genießen. Dann treibt es uns natürlich auch noch nach hier an die Brücke und der Heinz ist hoch erfreut, die heiligen Männer und seine Gehilfen zu sehen. Aber er hat für uns einen Spezialauftrag. Kegelbahn. Als wir diesen Begriff hören, fährt es uns in Mark und Glied. Donnerstags. Ökologische Grünenversammlung. Auf der Kegelbahn sind wir jedoch angenehm überrascht. Eine Modelagentur sitzt hier und plant ihre nächste Modenschau. Jawohl. Das ist unser Jahr. Freudetrunken lassen wir jedes weibliche Model sich zu uns auf den Schoß setzen. Herrlich. Doch haben wir auch Geschenke für Sie. Mein Blick fällt auf mehrere Einkaufstüten in der Ecke, gefüllt mit den teuersten Parfümflaschen. Das müssen die Geschenke sein. Wir verteilen, was das Zeug hält und ernten pro Flasche Parfüm und Model je einen Kuss. Herrlich, so macht Nikolaus Spaß. Der Abend endet in Himmerich. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass der Nikolaus wild tanzend auf einer Musikbox steht und gerade das goldene Buch in die Menge wirft. Wie wild stürzen sich die Leute da drauf? Und wildfremde Menschen liehen sich in den Armen und weinen vor Glück. Geweckt werde ich von einem schrillen Klingeln meines Telefons. Hallo, hier ist Emmy. Ihr wart doch gestern auf der Kegelbahn. Da standen meine ganzen Weihnachtseinkäufe für die Familie für über 500 Euro. Jawohl, das war unser Jahr. Thank you.
Lockern und uns vielleicht mal ein bisschen kennenzulernen. Aber bei dem vollen Haus wird das natürlich ein bisschen schwierig. Ich frage einfach mal so ein bisschen ganz ja, eingebildet, könnte man sagen, wer kennt mich denn eigentlich? Einmal bitte den Arm hoch. Ja, sind schon ein paar. Diejenigen, die mich kennen, wissen wahrscheinlich, was ich im letzten Jahr so gemacht habe. Den anderen werde ich das auch gleich nochmal erzählen. Kann aber schon mal vorwegnehmen, kein geringerer als Florian Silbereisen ist der Grund dafür, dass ich hier heute Abend auf der Bühne stehe. Und das kann man auch an dieser Stelle, glaube ich, mal verraten. Florian Silbereisen ist selber auf dieser Bühne hier mal aufgetreten. Und zwar vor 21 Jahren. Wirklich wahr, Florian Silbereisen stand vor 21 Jahren hier auf der Bühne im Haus Solekamp-Domen. Und erst 7 Jahre später lernte er dann irgendwann Helene Fischer kennen.
Naja, eigentlich wollte ich erzählen, was ich das letzte Jahr gemacht habe. Und zwar habe ich Bier getrunken bei 25 Grad in Spanien auf einem weißen Boot und dafür Geld bekommen. Kennt man sonst eigentlich nur von den Geissens, aber Spaß beiseite, ich habe bei AIDA gearbeitet und da habe ich Bier getrunken bei 25 Grad in Spanien auf einem weißen Boot und dafür Geld bekommen. Und jedenfalls hatten wir vor 3 Monaten ungefähr gerade mit besagtem AIDA-Schiff im Hafen von Santa Cruz de Tenerife abgelegt, als die erste große Florian-Silbereisen-Schlagzeile das Bötchen erreichte. Helene und Flori hatten sich getrennt. 2005 hatten sie sich ja kennengelernt, zur Erinnerung, 7 Jahre nach dem Auftritt von Florian Silbereisen hier auf dieser Bühne im Haus Solikamp Dom. Und dann plötzlich getrennt. Unser AIDA-Musikmanager Manuel kannte die beiden tatsächlich aus früheren Projekten und wusste schon ein paar Tage nach Bekanntwerden der Trennung, der Vertrag war einfach abgelaufen zwischen den beiden. Und gut 2 Wochen später, wir gerade wieder im Hafen von Santa Cruz de Tenerife abgelegt, kam dann die nächste Schlagzeile: Florian Silbereisen wird Traumschiffkapitän. Haben Sie das mitbekommen? Ja, und das war dann der Punkt, an dem ich erkannt habe, wenn Florian Silbereisen zur See fahren kann, dann kann ich ja auf diese Bühne hier im Haus Solikamp Dom. Und was mich aber eigentlich noch viel glücklicher macht, ist eine sehr konkrete Überzeugung. Keine 7 Jahre mehr und ich bin mit Helene Fischer zusammen. So. Das passt. Bonnie, du hier. Wir haben jetzt die Leinwand mal wieder runtergefahren. Die Leinwand ist wieder unten, genau, weil jetzt kommt ein Höhepunkt dieses Amts. Warst du eigentlich duschen jetzt zwischendurch? Ja, draußen. Ja. Gut. Ja, diese Campingdusche draußen. Definitiv ein Höhepunkt heute Abend. Genau, weil jetzt kommt ein Gewinnspiel. Wer möchte heute Abend was gewinnen? Ja, und wir können jetzt schon mal sagen, es sind großartige Preise. Sehr großartige Preise, wirklich großartige Preise. Ich habe aber eine schlechte Nachricht. Wir sagen jetzt am Ende. Genau, und die eigentliche schlechte Nachricht ist aber, dass eigentlich die Teilnehmer schon feststehen. Genau. Sie wissen nur noch nichts davon. Ja, die haben wir schon fest. Genau, wir haben das ganz einfach gemacht. Wir haben vor der Show unter 2 Plätzen hier im Saal. Ja, genau. Wir haben wieder illegale Polenböller unter 2 dieser Stühle montiert, die jetzt in diesem Moment gezündet werden. Und haben wir die Kandidaten. 3, 2, 1. Natürlich haben wir das nicht gemacht. Aber wenn jeder jetzt mal unter seinen Stuhl greift, dann wird er da vielleicht was entdecken. Das ist da festgeklebt. Und wenn genau zwei Leute haben das unter ihrem Stuhl. Ja, also es handelt sich, können wir das schon mal sagen? Es handelt sich um einen kleinen Feigling. Haben wir irgendwo einen Kandidaten? Ja, also bitte da mal direkt aufstehen und herkommen. Ja. Und, ja, bitte nicht irgendwie der Nachbar in den Schiff greifen, einfach nur unter den Tisch. Haben wir Kandidaten? Bitte mal nach hier oben kommen. Da ist hier jemand kommen, aber es fehlt noch einer. Ich glaube, hier auf der Seite müsste da irgendwo noch, in der Reihe, glaube ich, hier, da sollte noch irgendwo unter irgendeinem Stuhl sich irgendwas befinden. Wenn ihr nicht von der Reihe hochkommt, dann komme ich und greife unter euren Tisch. Das wollt ihr wahrscheinlich auch nicht. Also nochmal kurz hier vorne in dem Bereich intensiv suchen. Das ist jetzt wie Ostern, Ostereiersuche. Ach, guck mal, wer kommt. Die Claudia. Hi. Eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, von der Stadt Wegberg. Ein Riesenapplaus. Und Kandidatin Nummer 2 ist auch da. Ah, da kommt die zweite Kandidatin. Auch ein bekanntes Gesicht, Sabrina Vorberg, eine Kollegin aus dem Musikverein. Riesenapplaus. Herzlich willkommen hier auf der Bühne. Ich glaube, wir können auch gleich mal noch ein Mikrofon bekommen
für die beiden. Und das ist auch nichts Schlimmes und eigentlich auch ganz einfach. Erklärst du es kurz? Genau. Wir werden uns jetzt nacheinander auf der Leinwand 6 Videos anschauen und diese Videos werden irgendwann stoppen. Und dann steht da ganz groß die Frage, was passiert als nächstes? Wir geben euch dann 3 Auswahlmöglichkeiten. Ihr sagt uns eure Antwort und dann schauen wir mal, wer am Ende am meisten Punkte hat. Ja, also ihr könnt hier gerne auf dem Monitor mitschauen. Ich würde sagen, wir blicken direkt mal in das erste Video rein. Genau. Und können sagen, du warst im Skiurlaub und hast dich da... Ich war im Skiurlaub, genau. Da ist mein Wasser. Ja, danke. Ich bin auch welcher vom Skiurlaub. Hier, glaube ich. Ja, ich würde sagen, ab für Runde 1. Ihr müsst natürlich auch gucken, für euch ist ganz wichtig. Ihr könnt aber auch hier gerne auf diesem Monitor mitschauen. Das ist einfacher, glaube ich. Genau. Alle zwei Runde 1. So. Ja, man sieht Ronny in seiner natürlichen Lebensumgebung. Im Schnee, genau. Liegen. Ach so. Wie der Ronny so liebt, diesen Schnee, genau. Genau. Und jetzt... ist die Frage, was passiert als nächstes, Christoph? Genau. Ich habe 3 Antwortmöglichkeiten für euch. Möglichkeit A, eine Lawine begräbt Ronny. Möglichkeit B, ein Skifahrer bringt Ronny ein Bier. Oder C, 2 Skihasen setzen sich auf Ronnys Schoß. Schwierig. Also die Lawine, das Bier oder die Skihasen. Ihr macht ja gar nicht mit. Wir fragen natürlich die Kandidaten. Claudia, was hast du? B. Er nimmt die Skihasen, C. Eine sehr weise Entscheidung, Sabrina. Wir lösen auf. Schauen wir rein. Ja, ja. Erster Punkt für Claudia. Du hättest es eigentlich besser wissen müssen, Sabrina. Aber macht nichts, es sind ja noch 5 Runden. Ich würde sagen, ab für Runde 2. Direkt geht's los. Sehr schwierig. Christoph, Umgebung diesmal die Almhütte. Was könnte da als nächstes passieren? Ist das Möglichkeit A, die Menge eskaliert? Möglichkeit B, eine Dachlawine begräbt Ronny? Oder C, Ronny reißt sich das Shirt vom Leib? Ich frag zuerst mit Claudia. C. Was war nochmal A? A ist die Dachlawine, die nee, A war, dass die Menge eskaliert und B ist die Dachlawine. A. Die Menge eskaliert. Wir schauen uns die Lösung an. Ja, genau. Wir sehen, die Menge eskaliert. Die hast du doch bezahlt. Eventuell haben sie auch bezahlt, das mag alles sein, Christoph, aber darum geht hier ja auch gar nicht. So, das heißt, sie haben wieder einen Punkt gemacht. Ich glaube, ihr geht in dieser Runde leider leer aus. Volker, du hast den Punktestand im Blick. Okay, ich würde sagen... Genau, wir wechseln einmal ein bisschen die Umgebung, kehren zurück nach Hilfahrt. Ja. Und es geht einmal wieder um unsere Nikolausgruppe. Oh. Ein gar lustiges Trüppchen im Nikolaus. Und jetzt wäre natürlich die Frage, was passiert als nächstes, Christoph? Genau, lustig, passt direkt zur ersten Antwortmöglichkeit. A, ein Joint wird rumgereicht. Möglichkeit B, die Gruppe erleichtert sich an einer Hecke. Oder Nummer C, der Bus vergisst die Gruppe auf dem Parkplatz. Der Joint, die Hecke oder das Vergessen. B? Du, willst du die Frage, willst du die Antwort nochmal hören? Das ist zu viel, die kann man sich gar nicht mehr machen. Warum nur 3 Zweimal B haben gehört. Zweimal B. Wurde eingebucht. Schauen. Schauen wir nach.
dich, küss dich. Mit auf den Film, aber die beiden Antworten waren beide richtig. Sehr schön, beide gepunktet. Wunderbar. Kann man auch für die beiden erklären. Und wir bleiben auch beim Thema Nikolaus und uns wurden ein paar geheime Aufnahmen zugespielt aus der Sommerpause, aus der letzten Sommerpause von Nikolaus. Und das sind ganz interessante Bilder. Ich kann das nicht verraten. Ich habe jetzt eine Audienz bekommen beim Nikolaus. Jetzt wollen wir doch mal schauen, wer der denn gerade ist. Gehen wir mal. Entschuldigung, dass ich in der Sommerpause störe. Ich bin immer noch kaputt von dem ganzen Stress. Ja? Ich hätte ein paar Fragen an dich. Über der Schwatte 2. Ach du Scheiße. Meinst du, du hättest kurz ein Minütchen Zeit für mich? Ja. Ja? Ja. Ja, da brauchst du dir jetzt auch, wa? Okay, nein. Ja? Gut. D'accord. Gut. Jetzt wäre wieder die Frage, was passiert als nächstes? Die drei Alternativen darf ich auch hier verraten. A. Die Luftmatratze platzt. Kann ich mir bei dem Nikolaus überhaupt nicht vorstellen. Möglichkeit B. Ronny springt auch in den Pool. Oder C. Der Nikolaus brennt sich eine Wurst. Habt ihr alles behalten? Dann hätten wir gerne sehr gut. Die Hand. Wieder B. Wir hören B. Der Ronny springt in den Pool. Aha, dann wollen wir doch mal schauen, ob das richtig ist. Lösen wir das doch mal auf. Da du Zeit gefunden hast, wir doch fragen. Ja, der Sackschleifen und Wohnen. Und Termine sind auch aber ganz schön, ne? Meisten Fehlstunden in den ersten Jahren, ne? Ja. Und immer besprechen danach beim Mob zu sollen, wenn er wächst, ne? Das war früher besser, ne? Und wird älter. Ja, jetzt haben wir das zu machen. Ne, kannst du nichts machen, ne? Das ist halt so. Das ist wie das, ne? Ja. Du musst die Güter also mehr in der Risse sind. Ja. Oh, langsam Klöpper ohne Bug, kann man damit das Gemüse nicht machen. Nee, also. Das ist nichts, ne? Also, das wird immer schlecht. Ja. Ich glaube, diese Bilder werden unseren Kopf nie wieder verlassen. Ich kann auch verraten, dass ihr aber ein Video geht, ziemlich bescheuert angeguckt worden sind von den Nachbarn, aber keine gar nicht vorstellen. So, das war jetzt, beide Antworten waren falsch. Das heißt, wir haben weiterhin einen Punktestand von 2-2. Wir können also zwei Runden. Wir können das aber auch gerne so machen, dass wir einfach, wenn es nochmal was wärmer wird, den Pool nochmal aufbauen und ihr dann zu zweit da noch reinspringen. Können wir gerne machen. Ich filme dann. Sehr gut. Okay, Runde Nummer 5 haben wir als nächstes. Ja, ein beliebtes Thema bei mir ist zum Beispiel der Kneipenbesuch auch noch. Ne? Den fröhlich da am Wochenende schon mal gerne, ne? Und oft. Und den Profi ist ja auch gerne und oft übel, wie er eben. Aber da tut jetzt eigentlich nichts zur Sache. Ich würde sagen, ab für Runde 5. Schau mal. Das ist Nichts. Du kannst da nur Wasser machen.
mach doch mal. Richtig. A. Ein Schnaps ist unter Arns Becher. B. Rolf Frisch gibt eine lokale Runde. Oder C. Mops schläft auf seinem Hocker ein. Ich möchte fast sagen, da klingen ein paar Möglichkeiten nicht unwahrscheinlich. Ihr dürft euch wohl nicht absprechen, ne? Mit Antworten geben. Achso, das ist der, Entschuldigung. Ja, müssen wir vielleicht dabei sagen, der Mops ist der Gast, wirft der andere. So, dann hätten wir gerne eine Antwort. Eine Lokalrunde vom Herrn Frisch, oder? Ich hab gesagt. Och, wie kommt das denn los? Also bei der letzten Runde müsst ihr wohl was unterschiedlich sagen. Okay, wir lösen auf. Wir bleiben bei einem Punktestand von 2-2 und gehen jetzt in die entscheidende sechste Runde. Finale. Und das findet in Hilfahrts eigener Brauerei im Hilfahrter Brauhaus statt. Auch hier haben wir Bilder. Schockiert fest, dass er kein Bier für den 1. Mai gebraut hat. Ich weiß, es ist schwierig, ist ja auch jetzt die Königsfrage, aber ihr müsst euch entscheiden, ich fange jetzt mal mit der Sabrina an. Ich sag, der Hermann trinkt aus dem Fass. Okay.
Mein Bier vergessen. Mein Bier vergessen. Und ihr habt Gott sei Dank unterschiedlich geantwortet. Und dann würde ich sagen, wir lösen die Sache auf. Ein letztes Mal. Zusammen. Ja, genau, schon besorgt man die Preise, ganz sehr schön. Ihr könnt beide einmal mitkommen, unsere Gewinnerin heute Abend, Sabrina! Zweiten Preis an, den genau. Hast du schon gehabt. Wir haben ja keine Verlierer, wir haben nur Gewinner. Claudia, du bist die zweite Gewinnerin. Du bekommst ein 5-Liter-Fass Hilfarter Original Bier. Das ist jetzt noch leer, aber du kannst es dann, das Leere gegen das Volk, aus Temperaturgründen hier Kulturbanausen. Mensch. Kannst du es da eintauschen gegen ein volles? Aber das Schöne ist, hier ist noch ein Gutschein mit dran. Ich lese mal ganz kurz vor, was drin steht. Für einen Tag als Schwarzer bzw. als Engelchen im Nikolaus-Team Hilfe! Herzlichen Glückwunsch! Aber Ronny, jetzt fragen wir uns ja, wenn sowas Großartiges schon der zweite Preis war, was ist denn dann der erste Preis? Der erste Preis, und das lese ich jetzt mal vor, da muss ich wohl dazu sagen, der Frank hat mir zwei Zettel gegeben, der Frank ist auch schon mal für ein Späßchen gut, auf dem ersten Zettel steht drauf, Kinogutschein für einen Pornofilm deiner Wahl. Und Frank schauen den Film mit dir. Dieser Gutschein ist nur für Frauen. Verschmutzungen im Kino müssen selber gereinigt werden. Terminabsprache mit dem Chef. Aber das ist natürlich nur Quatsch. Der richtige Preis ist ein Kinogutschein für eine Sondervorstellung deines Lieblingsfilms für 1 bis 160 Personen. Du kannst also so viele Leute mitbringen, wie du willst. Getränke und Snacks sind leider nicht dabei, aber ich finde es trotzdem eine tolle Sache, dass du wirklich so viele Leute mit ins Kino bringen kannst, wie du willst. Und du darfst ja auch den Film selber aussuchen. Also ich finde das ein super Preis. Herzlichen Glückwunsch von Sabrina Feuer! Sehr schön! Doch es
bekommen, wird man bekanntlich im Dreck und Straßen sind aus Dreck gebaut. Nach jedem Gig zum Hühner Hugo verfraßen wir unsere Gelder. Was soll man schon machen mit dem Vermarkt? Ich hab mir einen Verstärker bestellt, ja, ja, ja. Ich bin zurück auf die Straße, besten das Singen nicht schön, sondern Bekommt, wird man bekanntlich im Dreck und Straßen sind aus Dreck gebaut, ja, ja, ja. Mädchen hat's uns nie gemangelt, auch ohne dickes Konto. Wir kratzen den letzten Dom zusammen, da flogen wir ab nach, wohin du willst. Ja, ich bin zurück auf die Straße, weißt du, wir sind nicht schön, sondern ja, mit Laus, der Klaus, sind mal bekanntlich im Dreck und Straßen sind aus Dreck gebaut. Jetzt sitz ich hier, bin etabliert und schreibe auf teurem Papier ein Lied über meine Vergangenheit, damit ich den Fuß verliere. Ja, ja, ich bin zurück auf die Straße, möchte wieder singen, nicht schön, sondern einfach laut. Der Kopf wird man bekanntlich im Dreck und Straßen sind aus Dreck gebaut. Ja, ja, ja. Ich will zurück auf die Straße, will wieder singen, nicht schön, sondern geil und laut. Der Kopf wird man bekanntlich im Dreck und Straßen sind aus Dreck gebaut. Ja, ja, ja. Ich will zurück auf die Straße, möchte wieder singen, nicht schön, sondern geil und laut. Der Kopf wird man bekanntlich im Dreck und Straßen sind aus Dreck gebaut. Ja, ja. Ja, Ronny, das war die erste Hälfte von Immer mittendrin. Ganz genau. Ja, wir wollten vielleicht nochmal zwischendurch fragen, hat es euch bisher ein wenig gefallen? Sonst auch alles okay, Getränke schmecken. Das hören wir gerne, weil wir machen es ja zum ersten Mal. Ja, wir wussten nicht, was passiert. Aber es scheint euch zu gefallen, das ist schön. Dann habt ihr auch noch Kondition für die zweite Hälfte und ich würde sagen... Genau. Wir machen 15 Minuten Pause, danach geht's weiter selbstverständlich mit die Weißes. Wir sind nochmal da, ein paar Gäste von eben sieht man da, aber wir begrüßen auch viele neue Gäste. Genau, bis gleich. Ciao, 15 Minuten. Thank you.
Runde immer mittendrin. Ja, und immer mittendrin, das kann hier auf dem Ort auch heißen, ein bisschen Plattdeutsch zu sprechen. Und da gibt es die ein oder andere nette Anekdote und die wird uns natürlich wieder erzählen. Ronny Esser! Ja, da bin ich schon wieder, lieber Christoph. Viel Spaß. Ja, danke. War gut. Wir sehen uns gleich im Keller. Ja, liebe Leute, jetzt müsst ihr wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Genau, ich will erzählen jetzt wieder was. Ja, wollen viele ein Kind von mir, ist aber heute nicht möglich. Okay, hätten wir das geklärt. So, jetzt müsst ihr ein bisschen zuhören, weil hier auf dem Dorf, da klappt das mit den Männern und Frauen auch nicht immer so hundertprozentig. Und das habe ich nämlich letztens gemerkt, wo es so stark geregnet hat. Da hat meine Freundin nämlich immer bedröppelt durch das Fenster geguckt. Ich denke mal, wenn es aufhört zu regnen, muss ich sie mal wieder reinlassen. Viele kennen das. Aber ich habe auch letztens mitgekriegt, ein frisch verheiratetes Ehepaar hier aus Rurich, die lagen nachts zusammen im Bett und der Mann meinte dann irgendwann, hör mal, wenn du Lust hast, mit mir zu schlafen, dann zieh einfach 2 bis 3 Mal an meinem Kleinen, dann weiß ich Bescheid. Alles klar, sagt die Frau. Und wenn ich keine Lust habe, ja, sagt er, dann ziehst du einfach 50 bis 60 Mal da dran. Ne? Kriegen wir das hin. So sieht es nämlich aus. Und ich war auch letztens hier beim Obi, beim Baumarkt, bin aber durchgelaufen in der Yachtenabteilung und da habe ich auch was belauscht bei so einem Ehepaar. Da sagte er nämlich, Kaktusse. Da sagt die Frau, das heißt Kakteen. Nee, sagte er, ich meine dich. Ne? So sieht es nämlich aus hier im Dorf. Ja, und dieses Ehepaar, was ich da belauscht hatte im Obi-Baumarkt, die waren, glaube ich, aus Kleinlappbach und sind Leute aus Kleinlappbach hier. Ja, dann, wenn... Sehr schön. Ich dachte, das hätten sie längst weggebaggert. Aber dieses Pärchen, die hatten 2 wunderschöne Töchter zusammen, aber die wollten unbedingt noch einen Jungen haben. Jetzt haben die ganze Zeit probiert und irgendwann kriegten die dann einen gesunden Jungen. Der Mann direkt mit dem Taxi ab nach dem Krankenhaus kommt da rein, sieht den Jungen, da sagt er, das ist ja das hässlichste Kind, was ich jemals gesehen habe. Das kann doch nicht sein, ich habe 2 wunderschöne Töchter. Betrügst du mich heimlich? Da sagt die, nee, diesmal nicht. Ja, und genau deshalb haben die Leute hier im Rathaus in Hünkelhofen sich endlich mal Gedanken gemacht und haben hier auf der Parkhofstraße ein Fachgeschäft für Ehemänner aufgemacht. Das hat 6 Stockwerke und in jedem Stockwerk werden Männer angeboten und von Etage zu Etage wird das immer besser. Und dann kannst du dich entweder auf eine Etage einen aussuchen, oder du gehst ein Stockwerk höher. Du darfst wohl, wenn du höher gegangen bist, nicht wieder zurück in ein unteres Stockwerk. So, da ist dann die Frau, besagte Frau aus Kleinlappbach, da in das Fachgeschäft rein, ist direkt in der erste Stock und da steht da ein Schild und da steht, hier gibt es Männer, die haben Arbeit. Ach schön, denkt die, geht aber direkt einen Stock höher, da steht, hier gibt es Männer, die haben Arbeit und mögen Kinder. Ja, denke ich, das ist ja nicht schlecht, aber gehst du mal noch ein Stockwerk höher und da hängt ein Schild, da steht, diese Männer haben Arbeit
mögen Kinder und sehen gut aus. Da fing sie, ja, ist selten, aber die fing schon an zu überlegen, hat sich aber dann doch entschlossen, noch ein Stockwerk höher zu gehen. Und da stand dann, diese Männer haben Arbeit, mögen Kinder, sehen verdammt gut aus und helfen im Haushalt. Oh, wie, denkt sie, sie kann kaum widerstehen und denkt dann, ach komm, gehst du noch ein Stockwerk höher. Und da steht dann, diese Männer haben Arbeit, mögen Kinder, sehen verdammt gut aus, helfen im Haushalt und haben eine romantische Ader. Boah, denkt sie, das ist es jetzt. Überlegt uns kurz und geht dann in der sechste Stock. Und da steht dann ein Schild, wo drauf steht, Sie sind die Besucherin Nummer 37.246. Hier gibt es keine Männer. Das Stockwerk existiert nur, um zu zeigen, dass es unmöglich ist, Frauen zufriedenzustellen. Vielen Dank für Ihr Interesse im Fachgeschäft. Auf Wiedersehen. So sieht's aus. Und da wir Männer ja auch Rechte haben, haben die dann gegenüber auch ein Fachgeschäft mit Ehefrauen aufgemacht. Das hatte auch genau 6 Stockwerke und im ersten Stock gibt es Frauen, die gut aussehen und Sex lieben. Im zweiten Stockwerk gibt es Frauen, die gut aussehen, Sex lieben und Geld haben. Das dritte bis sechste Stockwerk wurde von einem Mann nie besucht. Weil wir uns halt entscheiden können. So ist es nun mal. Aber eigentlich wollte ich euch ja mal was erzählen. Wenn man in so einem Dorf aufwächst, wie ich hier in Hilfert, dann wird man ja auch sehr oft mit dem Plattsprechen konfrontiert. Leider Gottes stirbt diese wunderbare Sprache ja immer mehr aus. Wenn man heutzutage irgendwo platt spricht, wird man ganz fasziniert angeschaut. Ne? Entweder vor Bewunderung oder aber auch vor Entsetzen. Weil manche Leute, die das nämlich gar nicht verstehen, bekommen Angst und Panik, weil sie denken, Außerirdische hätten die Weltherrschaft übernommen. Dem ist aber leider nicht so. Aber im Plattdeutsch gibt es insbesondere hier in Hilfert einige Redewendungen, die man mal genauer betrachten sollte. Insbesondere, wenn über Frauen geredet wird. Ganz toll ist es, wenn du eine neue Freundin hast, ja, und du zu einer Feier gehst oder in eine Kneipe und nimmst die mit und dann fällt dann so ein Satz wie Dese der. Ja, streng übersetzt hieße das, tust du es der? Aber gemeint ist natürlich, ist das deine neue Freundin? Schon sehr kurios, aber man weiß natürlich, was gemeint ist. Dese der. Sicher. Ja, so antworte ich dann meist. Sicher. Aber hinter dem Rücken, wenn du dann da vorbeigegangen bist, werden dann auch noch so Sätze über die neue Freundin fallen wie ob der Kirschmann sich ins Mösch marke. Ja, was natürlich so viel heißt wie oh, der Rolf hat aber eine schöne neue Freundin. Ja, genau. Die richtige Übersetzung hingegen aber heißt, auf der kann man sich mal müde machen. Ne? Ja, ist herrlich, unser Plan. Ne? Das soll auch sterben, das wäre doch eine Schande, oder? Finde ich. Ja. So, und Leute. Wenn diese neue Freundin auch noch leider Gottes nicht aus dem Dorf kommt, sondern zum Beispiel aus Doveren, dann fallen schnell Sätze wie in Dovere, da würde ich noch nirgends mit einer Honkdecke lotte. Ja. Das bedeutet so viel wie
Ich möchte niemals eine Freundin aus Dover haben. Niemals. Niemals. Da gibt es dann auch so Aussprüche wie da poppt die Tür de Fensterbank. Oder Lektor honkt de Katzermarsch. Das heißt dann so viel wie da geht es drunter und drüber, bleib da lieber weg, nicht dahin. Also ich denke, viele verstehen langsam, wie dieses Blatt aufgebaut ist. Aber letztes Jahr, da waren wir auch mit ein paar Leuten auf Mallorca zum Feiern. Das war richtig schön. Und ein guter Freund von mir, der war auch mit. Und zwar kam der aus Brachelen. Viele werden ihn kennen. Ja, ich habe auch gute Freunde in Brachelen. Ja, da bin ich... Ja, Freundschaft gibt es auch zwischen Brachelen und Hilfer. Das ist einfach so. Ne? Genau, da kann man ruhig mal klatschen, finde ich. So, und dieser Freund, der da mit war, der heißt Andreas Reichmann, kommt aus Brachelen, Straßenbaulegende aus Brachelen. Ein Fundskerl. Und nun wird man auf Mallorca ja manchmal auch von sehr verrückten Menschen konfrontiert, und wenn man von denen genervt war, dann hatte der Andreas immer den richtigen Kommentar parat. Und ich sehe gerade, der steht da im Kabuff. Andreas, komm noch mal, weil ich kann das nicht so gut wie du. Mein großer Applaus für den Andreas Reichmann, Straßenbaulegende aus Brachelen. Also, wir waren genervt von den Leuten und Andreas sagte dann immer, musst du legen. Genau. Danke, Andreas. Ein großer Applaus für Andreas. Ja, musst du legen. Ist das nicht ein schöner Ausdruck? Der bedeutet so viel wie, hau ab oder lass mich in Ruhe. Musst du legen. Schön. Ah, ja. Andreas kann er am besten. So, und eine ganz tolle Redewendung, die hat einmal der ganz aue Butzek, das ist der Chef von der Bäckerei hier im Dorf Hilfer, der ganz alte, der hat das mal zu mir gesagt, da bin ich da mal samstags morgens aufgekreuzt nach einer durchzechten Nacht und wollte Brötchen holen. Da hat er mich gesehen, ich sah noch nicht ganz fit aus, und sagte, du süß gut, als wenn du et leeres gefrierte Hötz. Ja, habe ich mir gedacht, dass nicht so viel lachen, weil im Prinzip wollte der Butzek mir damit sagen, du siehst scheiße aus. Aber in diesem Satz steckt noch viel mehr als nur das. Die zart Beseiteten unter euch müssen jetzt vielleicht weghören, aber et leeres bezeichnet die Nachgeburt. Genau. Also du siehst gut, als wenn du leeres gefrierte Hölz. So. Um das mal deutlich zu machen. Aber zudem, ja, das ist hart, ich weiß, aber ich sah wohl ziemlich scheiße aus an dem Tag. Ne? Aber zudem prägt dieser Satz die Form des Plusquamperfektes im Plattdeutschen wie kein anderer. Wer sich nicht auskennt, Plusquamperfekt wird für jenen Zeitraum benutzt, der zeitlich vor einem Referenzpunkt in der Vergangenheit liegt, wobei sich der Referenzpunkt aus dem Kontext des Textes bzw. der Erzählung ergibt. Du siehst gut, als wenn das leer ist, ihr Pferde. Pötz! Pötz! Verstehen wir? Also, besser kann man so eine Zeitform nicht definieren, finde ich. Ja. Das waren meine Ausführungen zum Plattdeutsch. Ich hoffe, ihr seid der Sprache ein bisschen näher gekommen. Macht es gut und bis gleich!
Du bist eine Waffe, für die es keinen Waffenschein gibt. Sexy, sein altes Weib für dich vom Hof bejagt. Sexy, für ihn ist jeder Tag der jüngste Tag. Sexy, du lässt ihn nach einer hohen Stiefel. Sexy, du bist reich und mehr am Herzinfarkt. Du bist eine Waffe, für die es keinen Waffenschein gibt. Du bist eine Waffe, für die es keinen Waffenschein gibt. Sexy, ich würde alles für dich tun. Da sagen sicherlich die Frauen hier im Saal, auf den trifft das letzte Lied hundertprozentig zu. Er hat uns ein kleines Best-of aus den letzten Jahren mitgebracht und das ist, glaube ich, ganz gut so, wenn man sieht ihn das eine oder andere Mal zu späterer Stunde auf einer Kappensitzung und da hat er vielleicht vor vielen Jahren mal einen Witz erzählt, den man gerne heute nochmal hört, weil man ihn leider gar nicht mehr weiß. Ich habe das dieses Jahr mitgemacht, ich weiß nicht mehr, was auf den letzten anderthalb Stunden der Kappensitzung passiert ist. Wir freuen uns auf ein Best-of von Olli Lengersdorf. Rolf, danke. Beruhigt euch. Ich habe mich heute extra schick gemacht.
Meine Frau wollte heute mal aus essen. Da habe ich noch Küchentücher auf der Straße gestellt. Aber das ist bei meiner Frau nicht gut angekommen. Ach, denke ich, weiß was. Wenn du dich schon so schick gemacht hast, gehst an die Brücke. Stehe vor der Wirtschaft, treffe eine alte Bekannte. Ich sage, komm, gehst du mit dem Bier trinken? Ich sagte, nee, meine Frau ist gestorben. Ja, ich sage, dann trinkt er Dunkelbier. Reingegangen. Ich sag Frank, ich sag, hier wird noch was zu essen oder war das Ordnungsamt schon da? Ne, sagte er, essen kannst du. Da habe ich mir Schnitzel bestellt. Ich sag, hören, sag, Schnitzel ist aber klein. Ja, sag Frank, das tut mir aber leid. Ich sag, das ist aber auch zäh. Dan zitten zij nog voor dat het zo klein is. Zitten voor mijn schudde. Toen had je nog 6 bier van laatste woche stehen. Ik zei, die kan ze wegkippen, die drink ik. Hinter in de eik aan de tisch, daar waren ze aan wurfelen. Bin ik in gegangen. Ik zou eens wat spielen vandaag. Zit de heide pas op. In de 6 wurfels, kussenpijn in de fressen. Ik zou een beetje kijken naar 6 wurfels. Zit dat wissel nog maar. De Woche. Ist meine Tante Hilde 80 geworden. Ich hatte Hilde lange schon nicht mehr gesehen. Ich denke, muss sie hin. Die hatte sich auch gefreut. Ne? Och, sagt sie, Junge, komm rein, ich mache uns eine Tasse Kaffee. Och, sag ich, Hilde, wunderbar, Kaffee habe ich immer für zu haben. Tante Hilde ging dann in die Küche, um Kaffee aufzuschütten. Da habe ich mich da in das Wohnzimmer was umgeguckt. Ich war ja lange nicht mehr da. Da entdeckte ich in einer Ecke einen Blumenständer. Und auf dem Blumenständer stand ein Jolfischglas. Und in dem Jolfischglas blubberte ein Kondom. Was mich sehr verwunderte. Als Tante Hilde dann mit der Kaffee zurückkam, konnte ich mich einfach nicht verkneifen. Ich sag, hör mal, Hilde. Drehst du jetzt auf deine alten Tage total durch? Oder willst du einfach mit 80 Jahren noch mal wissen? Sagt ihr, wieso dat denn, Junge? Ja, ich sag, hör mal. Da hinten steht in der Blumenständer mit dem Jolfischglas. Und da blubbert ein Kondom. Ich sag, was hat er denn damit auf sich? Ja, sagt die. Das kann ich nicht erklären. Den Pariser habe ich letzten Herbst auf der Straße gefunden. Und auf der Verpackung stand: Halten Sie ihn stets feucht. Geben Sie ihn auf einen Ständer. Und er wird sie vor schlimmen Krankheiten bewahren. Und was soll ich sagen, der ganze Winter noch keine Erkältung.
dringend schnell, ich hab so eine lange Spelle. Das hab ich auch, wenn ich Bananen esse. Hast du das auch? Das ist eine lange Spelle. Ja, meine Frau, war so auch so Thema, ne? Die kam letztens von Einkaufen nach Hause. Schmeißte mich 42 Snickers auf den Tisch. Ich sag, was soll das denn? Ja, sagt sie, das wollt sie doch haben. Ich sag, ich wollte Snickers in 42. Die letztens, oh, guck eens hier, ich hab so'n blazen aan den Händen van de Besen. Ich sag, dann nimm doch nächstes Mal Auto. Letztens saßen wir in de Küche. Ich sag für meine Frau, riechst du was? Schick die Nähe, ich sag dann Koch. Ich sag, hör uns. Ich sag, wie lange brauchst du denn zum Spülen? Boah, sagt die, eine halbe Stunde. Aber wenn du mich hilfst, geht es schneller. Nee, ich sag, eine halbe Stunde, ist okay. Letztens wollten sie mich überraschen. Da gab es anstatt Mittagessen Brunch. Ich wusste nicht, was das war. Aber es stellte sich raus, das ist die Zeit zwischen Frühstück und Mittagessen, das ist die Zeit, wenn die Leute vom Bauhof und von dem Wasserwerk auf dem Sportplatz stehen und Frikadellenbrötchen essen. Das Brunch. Und meine Frau hatte sich was ganz Raffiniertes einfallen lassen. Die hatte nämlich bei der Metzgerei Hensen einen halben Meter Bratwurst geholt. Und die sollten wir dann brunchen. Meine Frau machte dann den halben Meter Bratwurst bereit, schnitt vorne 20 cm ab, hat hinten 20 cm abgeschnitten und der Rest hat in der Pfanne getan und hat gebunden. Ich sag immer, was soll das denn? Ja, sagt die, das hat meine Oma schon so gemacht, das hat meine Mutter schon so gemacht, ja, und ich mach das auch so. Nachmittags kam mijn schwiegermutter over een tas café voorbij. Ik zag weer mijn schwiegermutter, ik zag hem al. Ik zag weer maar zo'n braadworst. Ja, zegt hij, ik snijd vorne 20 cm ab. Dan snijd ik hinten 20 cm ab. En de rest doe je in de pfanne, dan brunch ik dat. Dat had mijn oma schon zo gemaakt. Das hat meine Mutter schon so gemacht und ich mach das auch so. Ich sag, bei euch läuft doch was gewaltig schief. Die Woche drauf bin ich nach Oma gefahren. Ich sag, Oma, hör mal, ich hab da mal eine Frage. Ich sag, wie machst du Bratwurst? Doch, sagt die Jungen, der ist einfach. Ich schneide vorne 20 cm ab, dann schneide ich hinten 20 cm ab. Und der Rest tue ich in der Falle, da brunch ich dann. Das hat meine Oma schon so gemacht, das hat meine Mutter schon so gemacht und ich mach das auch so. Ich sag, Leute, das kann doch nicht sein. Da bin ich direkt ab und an nach Brachen und dann nach der Sebastianusstift gefahren. Nach Urmann.
Ich sag für Oma, ich sag, pass auf. Ich sag, weißt du eigentlich, dass wir schon seit Generationen ein ganz großes Bratwurstproblem habt? Sagt die Junge, warum das denn? Ich sag, weißt du, wie die alle Bratwurst machen? Sind die wieder? Ich sag, die kaufen eine halbe Meter Bratwurst, da schneiden die vorne 20 cm ab, dann schneiden die hinten 20 cm ab und der Rest tun die von unten brunchen die da. Ach, sagt du Oma, haben die da immer noch die kleinen Pannen? Ich bin drei Witze, ich werde auch älter. Mensen zaten zwei Brachen neue je bocht. Dan kriegst du die beiden. Die wilt einer van die Brachel dan 14 zijn. Zwillingsveertje. Stehen die twee Brachel nog voor de stal. Dan zag de ene Brachel of de andere. Oh, dat zijn ja zwillingsveertjes. Die kunnen we ja gerne auseinander houden. Wat maken we dan jetzt? Zegt de andere Brachel nog. Am besten, we schneiden de een veertje in een oor ab. Dan wissen we je nou, dat veertje met een oor is de een veer. En dat veertje met twee ogen is mijn veer. Je zegt je dan, dat veert met cabernes betuigt. Schnipp, schnapp, Ohr ab. Nachts im Stall. Die Pferde. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Ich kann die Kirchturmuhr nicht hören. Ist ja kein Wunder. Du hast ja mal noch 1 Uhr. Ist es dann 1 Uhr? Du hast mal noch 1 Uhr, du Idiot. Ist es einmal 1 Uhr? Ich höre, du schläfst. Du hast nur noch 1 Uhr. Ich hab nur noch 1 Uhr. Ja, aber wir sind doch Zwillingspferdchen. Wir müssen doch immer gleich aussehen. Was machen wir denn jetzt? Das Beste ist, ich kau dir jetzt ein Ohr ab. Und da sehen wir wieder gleich aus. Andern morgens vom Stall. Die zwei Brachen noch. Die sehen ja wieder gleich aus. Was machen wir denn jetzt? Das Beste ist, wir schneiden jetzt deinen Viertelschwanz ab. Dann wissen wir genau, das Pferd ohne Schwanz ist dein Pferd. Und das Pferd mit Schwanz ist mein Pferd. Ihr sagt jetzt auch, das Pferd mit Cabernes betäubt. Senden Sie raus, schnipp, schnapp. Schwanz ab. Nachts im Stau. Ruhig. Kennst du mir da
ein Fötchen kratzen. Ich kriege Flehe nicht fortgejagt. Du hast schon keinen Schwanz mehr. Ey, Uhr! Du hast keinen Schwanz mehr. Ich habe keinen Schwanz mehr. Nee, du hast keinen Schwanz mehr. Jetzt komm bloß nicht auf blöde Ideen. Ja, aber wir sind doch Zwillingsväter, wir müssen immer gleich aussehen. Was machen wir denn jetzt? Beste, ich tritt jetzt die Sense um. Dann hast du auch den Schwanz weg, dann sehen wir wieder gleich aus. Andermals vom Stand. Ja, ist gleich vorbei. Kein Spaß. Zwei Brachen noch. Die sehen ja wieder gleich aus. Was machen wir denn jetzt? Ja, was werden wir machen? Weißt du, Mann, wir nehmen jetzt einen dicken Hammer, dann schlagen wir deinen vierten Zehner aus. Dann wissen wir genau, dein Pferd ist das mit ohne Zähne und mein Pferd ist das mit Zähne. Hier sagt ihr da, der Klepper mit Kabäders betäubt. Nachts im Stau. Kann man noch jetzt Hafer schleim? Ich kriege Möhrchen nicht mehr gekauft. Ist ja kein Wunder, du hast ja kein Zecken werden wollen. 1 Uhr? Kein Zecken werden wollen. Ich kann kein Zecken werden wollen. Das ist aber blöd. Jetzt lass dir bloß nichts Blödes einfallen. Weißt du was, wir sind doch Zwillingsfärtchen, wir müssen immer gleich aussehen. Ich trete dich jetzt in die Fresse. Da hast du auch keine Zähne mehr und da sind wir wieder gleich aus. Morgen vom Stall. Oh, sagt der Brachel noch, die Zwillingsfärtchen, die sehen ja wieder gleich aus. Da müssen wir uns jetzt mal was einfallen lassen. Nach 2 Minuten sagt der andere Brachel noch, ich glaube, ich habe eine Idee. Weißt du was? Du nimmst das weiße Pferd und ich das schwarze. Prost! So, wir müssen uns alle wieder ein bisschen fassen, auch wenn das nach der Nummer schwerfällt. Denn wir haben als nächstes einen Gast, den haben wir bisher heute Abend noch nicht hier gesehen. Und er hat uns ja was Grandioses mitgebracht, das erfordert aber ein bisschen Ruhe und ein bisschen Konzentration. Er hat lange Zeit im Instrumentalverein hier in Hilfahrt gespielt, studiert mittlerweile Musik in Düsseldorf, ist Teil der jungen Philharmonikern und wir freuen uns sehr auf Carlo!
Ja, man hat das vielleicht von ganz hinten gar nicht so gesehen, aber wie schnell das hier vorne vonstatten geht, das kann man eigentlich gar nicht glauben. Ich selbst, wenn wir es mit Slow Motion gefilmt hätten, man hätte am Ende nichts mehr erkennen können. So, wir erweitern das Ganze hier mal ein bisschen. Oder kann man noch eine kleine Zugabe, das ist natürlich umso besser. Dazu und dann freuen wir uns sehr auf ein Trio hier auf der Bühne. Da kommen drei Bongos dazu. Und ich darf eine atemberaubende Vorstellung von den dreien gleich versprechen. Wir freuen uns sehr auf Carlo, Helmut und Ronny, viel Spaß! We'll be right back.
Danke rein. Und Helmut wird zurück allen ans Schlagzeug, denn auch als nächstes freuen wir uns natürlich wieder auf unsere Band des Abends, auf Devices. So, einmal das Werkzeug. Helmut lässt vielleicht das schicke Sturmband an, wir werden schauen. Ich kann an dieser Stelle schon mal verraten, während sich die Band fertig macht. Wir haben noch ein bisschen Programm vor uns, aber dann auch danach ist der Abend natürlich noch lange nicht zu Ende, denn wir wollen noch ein bisschen zusammen heute Abend hier feiern, vielleicht das eine oder andere Getränk hier trinken und freuen uns auch nach der Show noch auf einen schönen Abend hier im Haus Rodekampdom. Und jetzt ist wieder Zeit für Devices! Du wolltest dir bloß den Abend vertreiben. Ich gerade allein gehen, rief bei mir an. Wir waren nur Freunde und wollten zerbleiben. Ich dachte, ich im Traum, dass was passieren kann. Ich weiß nicht, mit wem, mit zwei Schulen. Deine Eltern sind mit meinen damals gegen gefahren. Wir blieben zu Hause, du schließt ein Funkfernsehen. Wir waren die Geschwister in alle Klassiker der letzten Jahre. Die ein oder anderen werden sich vielleicht noch erinnern und wahrscheinlich sehr, sehr froh sein, das nochmal sehen zu dürfen. Es ist ja ein Mix aus Akrobatik, purem Kraftaufwand und ganz großer Musik. Ronny! Ja, bin ich schon wieder, lieber Christoph. Aber bevor das losgeht mit dieser akrobatischen Nummer, muss ich euch noch was erzählen. Dazu müsstet ihr natürlich ein wenig leiser sein, weil ihr bestimmt auch noch hinkriegt. Also, diese Nummer hier, die ist entstanden, weil ich natürlich auch viele Jahre hier im Musikverein in Hilfert Musik mache. Und
Ja, ich kann das ja mal kurz erzählen. Wenn du in so einem Musikverein drin bist, dann macht man ja auch schon mal öfter einen Ausflug. Und wir sind letztens mit dem Musikverein mit der Zug gefahren, hier ab Hückelhof und Baal. Das war schön. Wir kommen da rein in der Zug. Und da sitzt da der ganze Musikverein aus Brachen. Auch im selben Abteil. Und jeder von denen hat eine Fahrkarte. Ja, wir setzen uns da hin und die Brachener sind ganz verwundert, dass wir von der Musikverein nur eine Fahrkarte für alle haben. Ja. Ja, der Zug fährt los, wir sitzen da mal rum und auf einmal springt mein Bruder auf und brüllt: Der Schaffner kommt! Wir mit der ganzen Musikverein in die nächste Toilette rein, mit alle Mann da rein, abgeschlossen. Der Schaffner kommt, geht nach die Brachener hin und kontrolliert jede einzelne Karte von denen. Dann sieht der, dass die Toilette abgeschlossen ist, geht dahin, klopft. Mein Bruder schiebt die Karte unten durch, er knipst die ab, wir fahren weiter. Die Brachener alle so am Gucken: Oh Scheiße, warum sind wir da nicht drauf gekommen, ey, wir sind so blöd, Mann, Kacke. Weißt du was, wenn wir zurückfahren, dann machen wir das genauso wie die Hirnvater. Alles klar, wir fahren mit der Zug zurück, die Brachener sitzen da alle schön mit ihrer eigenen Fahrkarte für alle und sind ganz verwundert, dass wir auf einmal ja keine Fahrkarte mehr haben. Ja, wir fahren so, da springt mein Bruder auf und brüllt: Der Schaffner kommt, die Brachener mit allem Mann auf, in die Toilette rein, abgeschlossen. Wir mit der Hilfahrt der Musikverein ganz ruhig in die andere Toilette rein, abgeschlossen. Bevor mein Bruder reingekommen ist, ist er noch kurz bei die Brachener vorbei und hat geklopft und gesagt: Die Fahrkarte bitte. Ja. Und die Moral von der Geschichte ist, die Brachener wenden zwar gerne die Tricks der Hilfahrer an, verstehen sie aber nicht wirklich. So ist es. Mein Musikkollege, der Lars, da ist es letztens nach einem Auftritt was später geworden, da hat der doch auf dem Zelt noch eine Frau kennengelernt, hat die mit nach Hause genommen und dann sagt er zu der: Hör mal, ich finde meinen Schlüssel nicht, kann ich eventuell bei dir schlafen? Ja, sagt die, kein Problem, ich muss dir wohl sagen, ich habe meine Tage. Oh, da ist er ja, der Schlüssel. So ist unser Lars, ne? Aber letztens, da haben wir hier Kirmes in Hückelhofen gespielt und wir mit der Musikverein über der Markt drüber. Und da bemerke ich, wie am Straßenrand rechts eine wunderschöne Blondine steht und mich die ganze Zeit anguckt. Ich sag zu meinem Kollegen: Hör mal, weißt du, wer das ist? Nee, sagt er, weiß auch nicht. Weißt du, was sag ich? Ich geh da mal hin. Ich sag: Junge Frau, Entschuldigung, kennen wir uns? Ja, sagt die, Sie müssen der Vater einer meiner Kinder sein. Ach du Scheiße! Da fällt es mir ein, das einzige Mal in meinem Leben, wo ich untreu war. Ich sag zu dir: Bist du die Stripperin, die ich auf der Kegelbahn bei Sodekamp vor den Augen meiner Kollegen genommen habe, während mich deine Kollegin mit nasser Sellerie ausgepeitscht hat und mir eine Gurke in den Mund gesteckt hat? Da guckt die mich von oben bis unten an und sagt: Nein, ich bin die Klassenlehrerin ihres Sohnes. Oh. Im letzten Jahr, weil wir ja auch neue Mitglieder in das Orchester zwingen bringen wollen, haben wir ein bisschen Werbung gemacht hier, waren wir an der Hauptschule in Hückelhofen.
Und ich komme da rein in die Klasse, da kommt direkt so ein kleiner Stoppelhopser auf mich zu und sagt, kannst du mir erklären, was Steuern sind? Da habe ich mich von der kleinen Stoppelhopser die Milchschnitte genommen, habe davon 43,2% abgebissen. Der hat geweint, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich glaube, er hat es sofort verstanden. Ne? Aber dann waren wir da später auch noch im Matheunterricht und da hieß die Aufgabe, ein Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln für 50 Euro. Der Gewinn beträgt 40, die Erzeugerkosten betragen 40 Euro, berechne den Gewinn. War ja nicht so ganz so schwer, aber dann sind wir hier über in die Realschule gegangen, auch im Matheunterricht, und da hieß die Aufgabe, ein Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln für 50 Euro. Die Erzeugerkosten betragen 4/5 des Erlöses. Berechne den Gewinn. Ach du Scheiße, da war schon ein bisschen schwieriger. Aber dann sind wir hier nach dem Gymnasium, nach Ökofen. Und da hieß die Aufgabe, ein Agrarökonom verkauft eine Menge subterraner Feldfrüchte für eine Menge Geld G. G hat die Mächtigkeit 50 und für alle Elemente aus G gilt, G ist 1. Die Menge G hat die Herstellungskosten H. H ist um 10 Elemente neben der Menge die Menge G. Zeichnen Sie das Bild der Menge G als Tilgungsmenge der Menge H und geben Sie die Lösung L für die Frage an, wie hoch ist der Gewinn? Weil dann musste man noch zur Waldorfschule nach Dover. Und da hieß die Aufgabe, ein Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln für 50 Euro. Die Erzeugerkosten betragen 40 Euro und der Gewinn 10 Euro. Aufgabe, unterstreiche das Wort Kartoffeln und singe ein Lied dazu. Ja. Aber eigentlich wollte ich euch ja noch zeigen, was wir mit dem Musikverein so alles können. Und da tue ich jetzt mal reichen in mein Arbeitsgerät. Ein großer Applaus mal für meine reizende Assistentin, den Rolf. Jetzt brauche ich schon mal ein bisschen Ruhe. Ja? Gut. Ich glaube, ich kenne das. Ich kann es nicht.
Ja, ja. Ja. Denke ich mal, haben Sie es verdient, aber so wenigstens mal vorstellen. An der Posaune, Herr Frank Schmitz, Riesenapplaus! An der Tuba, kurzfristig eingesprungen, weil der Bulle verletzt ist, Joschi aus Hannover. Der Andreas Hado, auch bekannt von den Klöppern als Schlagzeuger, großen Applaus. Und an der Posaune, Lars Dich, Dankeschön! Achso, und... Und natürlich, nicht zu vergessen, mein bester Freund Jürgen Riese an der Trompete. So, Ronny. Ja, Christoph. Ich schau mir jetzt ein paar Schuhe an. Du gehst zur Fußpflege. Was? Du gehst zur Fußpflege, oder ja, was? Ja, ja. Bitte Schleifhexe machen wir das jetzt. Gut. Ja, wir nutzen die Gelegenheit an dieser Stelle, uns schon mal bei einigen Menschen zu bedanken. Ronny zieht gerade noch kurz die Schuhe an, kommt dann bestimmt auch noch mal dazu. Aber ich habe ja gerade schon auf die, ja, wir nennen es mal Aftershow-Party hingewiesen. Auch gleich nach Ende geht es hier natürlich noch ein bisschen weiter. Und ja, Ronny hat seine Schuhe, glaube ich, noch nicht wieder an. Oh ja, dann räumen wir hier unten noch mal ein bisschen um. Und ich nutze aber dann, wie gesagt, die Gelegenheit schon mal, um ja, im Namen auch von Ronny natürlich mich zu bedanken bei allen, die irgendwie an dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Natürlich in erster Linie bei Frank, der uns ja hier diesen Saal wieder zur Verfügung gestellt hat. Vielen, vielen Dank, Frank und Familie. In dieser leider natürlich auch bei allen Kellnerinnen und Kellnern heute Abend und ja, allen Beteiligten selbstverständlich hier oben auf der Bühne, die irgendwie mitgeholfen haben. Aber auch abseits waren einige dabei oder werden es auch heute Abend noch sein. Zum Beispiel Rolf, Volker und Christina, die ja zum, den ganzen Saal vor einigen Tagen aufgebaut haben. Und natürlich, und ich hoffe, dass er jetzt gleich wieder rauskommt, damit wir uns gemeinsam auch bei der Band einmal kurz bedanken können. Ronny! Super. Vielen, vielen Dank, dass du das alles auf die Beine gestellt hast. Ja, aber Moment, bevor du jetzt weiterredest, müssen wir auch einen Riesenapplaus für den Christoph, weil ohne den hätte ich das nämlich überhaupt gar nicht hinbekommen. Dankeschön. Hat er super gemacht. Ein Genie am Computer, Apple, iMac, hat hier alle Filme zusammengeschnitten, Lieder zusammengeschnitten. Ein Traum auf der AIDA, ein Animateur, wie er im Buche steht.
echt super. Vielen Dank nochmal, Christoph. Und ich freue mich schon auf morgen. Sehr gerne. Genau. Für morgen gibt es leider keine Tickets mehr, wer noch Wiederholungsbedarf hatte. Aber ich glaube, wo wir bei dir oben stehen, bedanken wir uns doch mal alle zusammen bei einigen Menschen hinter uns. Genau. Da sehe ich ganz rechts in der Ecke der Frontmann und auch Nikolaus, dessen Körper ihr heute auch schon alle kennengelernt habt. Komm mal bitte nach hier vorne. Ein Riesenapplaus für den Nikolaus und Bandsänger Art Holten. Ich gehe direkt weiter von euch aus gesehen, rechts nach links. Rechts an der Gitarre der Karl Fenix. Dann an den schwarz-weißen Tasten unter Paul Müller. Dann auch eben mit einem kleinen Solo-Auftritt ausgestattet und mehreren Dingen, die er hierzu beigetragen hat. Helmut Wies am Schlagzeug. Dann unsere Bläser-Kombo, das, was die Band natürlich ausmacht. Ohne die Bläser wird hier gar nichts. Aber ab Tenorsaxophon Werner Königs. Dann, eben habe ich ihn vergessen, jetzt kommen wir zum Jürgen Riese an der Trompete. Und der Meister der Rapsmusik, Rolando Rossini am Bass. Und wo der eine Holten ist, kann der andere nicht weit sein. Links außen von euch gesehen, der Bruder vom Arzt, Klaus Holten. Und nicht zu vergessen, die Damen, die den Auftritt hier auch optisch verschönert haben. Einmal bitte nach hier vorne. Erst Vera Lenzel. Und die zweite Sängerin, Julia Kaun, Riesenapplaus. Und diese Herrschaften, es sind zusammen die Weißes. Ja, aber die Weißes könnten hier oben noch so schön spielen. Wir würden nichts hören, wenn wir einen Mann und sein Team heute Abend nicht hätten. Und zwar sitzt der da vorne am Eingang hinter meinen Eltern. Die sitzen nämlich davor, logischerweise. Und das ist einmal Markus Schmitz am Licht. Ach, am Erzählen. Nicht am Licht oder auch am Licht. Markus Schmitz am Ton und an der Technik und davor der Kevin, ich weiß deinen Nachnamen nicht, aber du bist ein geiler Typ, am Licht. Wir trinken mit den allen einfach heute Abend noch ein Bier, es geht noch ein bisschen weiter und während die Weißes nochmal für uns spielt, bauen wir hier oben nochmal ein klein bisschen um. So machen wir. We can fly so high, you never wanna die.
Weißes. So, wir haben natürlich noch ein kleines Highlight für euch, bevor es dann langsam aber sicher Richtung Theke oder vielleicht noch zum ein oder anderen Getränk am Tisch geht. Und sie sind ja seit vielen Jahren fester Bestandteil im Karneval, sind aber auch ansonsten aus Show und Tanz in Ilfahrt und Umgebung nicht wegzudenken. Meine Damen und Herren, bei Immer mittendrin, die Akrobengels!
Finger dir vom Bagger wie Eck. Wir haben Toren hier lag, da kommt uns eure Blick. Zum ledesten 90s wird danach legendär. Wir haben uns gewünscht, da wir für immer sie wird. Wir haben jede Knall, der Kopf hier steckt. Aber ich hab's geschafft, Christoph. Und jetzt haben wir es auch für heute geschafft. Wir sind leider am Ende der Veranstaltung. Alle Moderationskarten weg, das heißt, es kommt zur Theke. Alle Witze rausgefeuert. Und wie hat es euch gefallen? Ja.
Ich glaube, der Abend wird heute noch etwas länger. Wir kriegen noch 1, 2, 43 Bier. Genau. Und vorher haben wir aber selbstverständlich nochmal unsere Band, die wir gleich hören werden. Und damit, wo man eigentlich so einen Abend schließt, mit diesem Lied wollen wir den Abend auch schließen und freuen uns gleich, alle uns vorne an der Theke zu treffen und noch ein bisschen zu quatschen und zu klönen. Und dafür sind wir ja auch eigentlich hier. Ich würde sagen, ab für das letzte Lied und bis gleich. Dankeschön. Schön, dass ihr da wart. Die Weißes. Wenn ich fast alles setze. Verdammt lang her, da hatte ich an dir die Glück. Und an den Kopf, wo es am Ende nicht so kommt. Merkwürdig vor, so manches lang Glück. Nicht wie sich nicht, nur reichlich desillusioniert. Bis jetzt war ich kapiert. Wer alles, wenn ihr klappt, hinter die Herde. Den Schulterklopf, wenn ich nicht all so viel. Sich ohne Ruhe zu werden, deine Freundin. Und ich das Kopf ganz einfach ignoriert. Es ist lang her, da ich fühl so jetzt ratlos stumpf. Und vor Enttäuschung echt nicht gut. So, die Sitzanlage ist aufgelöst, auf mit euch und los geht's! Ich weiß noch, wie ich nur davon gewöhnt war. Wovor ich den Fuß wohl zücken soll. Vor lauter Stücke regiert, fängt gleich aus dem Kampf. Und überhaupt, wann ich bin gewohnt. Ne Kopfhörer, nur ein paar instinktive Tricks. Es tut lang, bis du dich durchblickst. Dann war die Zeit, wo ich noch nicht ins Pech war. Noch nicht in Stadt, ich hatte nicht in Zeit. Hey, wo John Steinbeck, da stieg Josef's Konrad. Dort zwischen ich relativ schachmatt. A fire hit, und die Ebung fällt nicht schwer. Mit dem Ball für, als man es gestern war. Und jetzt sei hier an den Torabang. Das geht lauter. Torabang her, von Torabang. Torabang her. Freust mich, wann ich zuletzt im Bild gewohnt hab. Ob mir erlebt, tatsächlich jetzt in euch. Ob ich jetzt da bin, wo ich in die Wut hab. Ob mir mit Werf und die Tour nicht verdrückt. Ich bin, ich bin. Ob du laufst, rollst oder lehnst. Ich bin nur fahren, dass du es bist. Von der Lange her, von der Lange her. Fire!
Dass ich bei dir Graf hol. Von der Frage, dass mir gesprochen hat. Und dann von meinem Hochweg anderen Akkord. Solange ich mich kommen kann. Es wird hier blöd. Da fehlt Himmel, Luft, nicht wahr? Ich werde dir alles sagen. Verdammt her, verdammt lang. Verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang. Verdammt lang her. Yeah.